Dies jetzt ist genau der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Denn die Beweise sind da, alles wurde entlarvt, ich kann dir berichten, um was es tatsächlich geht. Und dies ist mein einzigartiges Video, was dein Leben verändern kann. Denn du hast so viel Wissen, dass du alles durchblickst. Und schau dir die Spiralen an im Hintergrund. Das sind die Spiralen der Lügen, die uns die ganze Zeit aufgetischt werden. Und ich habe diese Lügen enttarnt, mit Hilfe der geistigen Welt. Und bleibe bis zum Schluss dran, damit du auch alles mitbekommst. Und wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, dies zu liken. Denn je mehr es geliked wird, umso mehr wird es um die Welt gehen, umso mehr wird es YouTube als wichtig einstufen. Und wenn du möchtest, dass alle Menschen erfahren, um was es tatsächlich ging in dieser Krise oder immer noch geht, dann like jetzt mein Video. Ich danke dir sehr dafür. Ich beginne mal, damit man versteht, dass schon sehr lange von den Machthabern auf diese Situation hingearbeitet wurde. Es ist ja nicht erst seit 1,5 Jahren so mit dieser Lügerei, sondern es war vorher auch schon so. Bloß da waren die Menschen noch nicht so weit, um darauf hineinzufallen. Das ist leider so. Und wir machen einen kleinen Rückblick, um dann besser zu verstehen, was jetzt genau geschehen ist. Früher hatten wir vor 1,5 Jahren relative Freiheiten. Wir konnten überall hinfliegen, wir konnten überall verreisen mit dem Schiff. Egal, mit dem Auto, Zug, alles konnten wir nutzen, ohne Einschränkungen. Doch gab es dennoch ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, es gibt mehrere. Wenn du ein schulpflichtiges Kind hattest oder hast und mit ihm eine Weltreise machen wolltest, konntest du das nicht tun, wenn die Schulzeit ist. Also sobald der Termin in die Schulzeit hineinkam, konntest du diese Reise nicht unternehmen. Und das ist ja auch schon eine Freiheitseinschränkung. Wenn auch nicht so gravierend, weil du kannst ja dafür etwas anderes tun, aber dennoch. Oder betrachten wir das geistige Heilen. Das wurde bisher, bis jetzt auch immer noch, als es wurde nicht positiv bewertet, es wurde als Spinnerei abgetan, es wurde einfach nicht gleichgesetzt zu den medizinischen anderen Handlungen. Auch das ist eine Einschränkung der Freiheit. Ja, man lässt diese Dinge, wollte man nicht zulassen. Man kann sagen, dass wir alle in einer Diktatur leben, nach dem, was bisher geschehen ist, diese 1,5 Jahre. Denn vor 1,5 Jahren hat es geklappt, die Menschen in so eine große Angst hineinzubringen, dass sie alles mit sich machen lassen. Wir leben in einer parlamentarischen Diktatur. Das Parlament, was wir alle 4 Jahre mal wählen dürfen, macht danach, was es will. Dazu gibt es ein Zitat von Merkel. Ich habe euch unter dem Video den Link reingemacht. Es ist ein offizielles Zitat von ihr, wo sie sagt, dass das, was vor der Wahl versprochen wird, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass es tatsächlich nach der Wahl auch so sein wird. Hat sie offiziell gesagt, findet ihr im Internet. Und das ist nämlich der Trick der Agenda der Kabale. Sie sagen immer alles, was kommen wird, was sie erklären, was sie machen werden. Und dieses Erklären schützt vor dem Karma. Denn sie können dann sagen, ja, wir haben es doch euch gesagt. Ja, jetzt zum Beispiel mit der Wahl. Merkel hat doch gesagt, dass nach der Wahl alles anders sein wird, dass wir das, was wir versprechen, nicht halten. Das hat sie offiziell gesagt. Jeder weiß es. Jetzt frage ich mich, wie reagiert ihr darauf? Ihr wisst es doch alle. Ja, das ist also unheimlich schlau, vor allen Dingen, weil sie können alles machen mit uns. Und wenn wir dem reinfallen, und das sind wir seit 1,5 Jahren umso schlimmer reingefallen, kommen wir in eine Struktur hinein, die uns nicht gut tut, denn uns wird alles genommen. Unsere ganze Freiheit wird uns genommen. Und es lässt sich jeder gefallen. Auch die ganzen Demonstrationen, die nützen nichts.
Und ein weiser Spruch ist da auch, wenn die Demonstrationen und Aufstände was nützen würden, wären sie schon längst verboten. Denk mal darüber nach. Wer mich von euch noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana Kardinal. Ich bin CEO der Smarana-Gruppe. Die Smarana-Gruppe gibt es im Moment in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, sind wir über unsere Partner vertreten und wirken im höheren Bewusstsein, in der Bewusstseinserweiterung. Ich kann auch sagen, dass wir eines der größten Portale für Webinare sind, in denen du ganz viel lernen kannst in der spirituellen Hinsicht, deine Fähigkeiten vergrößern kannst und dich weiterbilden kannst. So, jetzt kommen wir aber wieder auf das Thema zurück, denn wenn du viele von meinen Videos schon gesehen hast, dann verstehst du genau, worum es geht. Und deswegen wäre es ja auch wichtig, meine Videos zu abonnieren, also meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du von YouTube immer daran erinnert wirst, wenn ein großes neues Video, eine große neue Botschaft von der geistigen Welt kommt. Und dann bitte liken. Liken ist so wichtig, denn wenn ein Video sehr oft geliked ist, dann erkennt YouTube das als wichtig und es wird überall gezeigt. Und gerade diese Botschaft von heute, ich möchte so gerne, dass die alle Menschen hören, damit alle Menschen wissen, was gerade geschieht, was mit uns gemacht wird. Wir sind Steuersklaven, wir sind Steuertrolle, wage ich mal zu sagen. Es geht darum, dass wir, die große Bevölkerung, die eigentlich die Macht hat, ihre ganze Macht abgibt und Steuern bezahlt. Es geht darum, dass wir arbeiten gehen, denn über das Arbeiten werden Steuern dem Staat bezahlt. Und dass wir natürlich konsumieren, ganz wichtig, denn über den Konsum werden auch wieder Steuern bezahlt. Das ist das Wichtigste für die Kabbala. Das sollt ihr nie vergessen. Aber es kommt noch dicker, es kommt noch viel dicker und das werde ich euch jetzt auch gleich erzählen. Über diese Maskenpflicht, über diese Schlumpfpflicht, die ja indirekt da ist. Es ist ja nicht so, dass wir frei wählen können, sondern es wird indirekt immer mehr Einschränkungen geben, damit wir letztendlich nachgeben. Ob wir das alle tun, sei jetzt mal dahingestellt. Und dieser Personenkreis, der dies nicht tut, ist besonders wertvoll und wichtig. Warum, sage ich euch gleich. Es gibt auch Meinungen, die sagen, mit der Schlumpfpflicht soll die Bevölkerungsdichte reduziert werden. Davon wurde gesprochen, aber allein das ist noch lange nicht der Grund, meine Lieben. Denn es ist viel schlimmer. Wenn du dir überlegst, dass nur noch, im Moment haben wir 3G, 2G wurde schon angesprochen, wurde schon verkündet, könnte eingeführt werden. Das heißt, es wird eingeführt. Und dieses eine G von den 2Gs ist ja sowieso eigentlich unwichtig, weil die ja auch gezwungen werden, sich indirekt gezwungen werden, sich schlumpfen zu lassen. Ja? Und wenn ihr dann letztendlich nur noch dieses eine G habt, also das Ziel ist, dass sich alle schlumpfen lassen, und in dem Moment hätten sie alle Menschen so weit, dass nur noch das gemacht wird, was gesagt wird. Solange es Menschen gibt, die sich nicht schlumpfen lassen, sind immer noch Rebellen da. Rebellen oder vielleicht sogar Helden, die den weiten Durchblick haben, die uns vielleicht dann hinausführen können in eine neue, bessere Welt. Und diese Helden, das seid ihr alle. Ihr alle, die nicht geimpft. Und ich krieg so eine Gänsehaut bei diesen Worten. Meine Allerliebsten, ihr alle, die ihr diesem enormen Druck widerstehen könnt, ihr seid die Helden. Denn ihr lasst euch nicht fangen, ihr lasst euch nicht fremdbestimmen, ihr seid nicht die Ja-Sager, ihr habt noch euren eigenen Willen. Ich möchte jetzt natürlich all die anderen, die geschlumpft sind, nicht bewerten, dass dies schlecht ist.
Ich möchte nur euch die Wahrheit sagen. Ich bin nicht in der Bewertung. Es ist die reine Wahrheit. Es wird versucht von der Kabbala herauszufinden, wer die Menschen sind, die sich nicht fremd bestimmen lassen. Denn, und jetzt kommt es, ihr Lieben, sie sind gefährlich. Sie sind sehr gefährlich, weil sie nicht einfach Ja sagen. Man kann nicht mit ihnen machen, was man möchte. Sie sind nicht beeinflussbar vom System. Und darum geht es, diese Menschen herauszufinden, um sie letztendlich, um neue Dinge sich zu überlegen, wie man diese Menschen auch noch fangen kann. Also ihr Lieben, ich wünsche euch alle, die ihr dieses Video hört und wo ihr jetzt vielleicht beginnt nachzudenken, ich wünsche euch ganz viel Kraft, um das zu finden, was in eurem Herzen euch den Weg zeigt. Denn zum Beispiel wurde auch öffentlich gesagt, wurde öffentlich von der neuen Weltordnung gesprochen. Und das war ein großer Skandal. Denn dort wurde behauptet, dass das Impfen zum alltäglichen Leben gehört. Dass wir uns, wer weiß wie oft, ständig impfen lassen sollen. Das ist das Ziel. Und daraufhin wird gearbeitet. Sie sind entlarvt. Sie möchten entdecken, wer die großen Lichter sind, wo der Erlöser ist. Denn der Erlöser, der ist hier. Der wird uns alle hinausführen zu einer besseren Welt. Und den zu erkennen, erhofft sich die Gegenseite mit diesen Maßnahmen. Jetzt sind wir natürlich eine wundervolle große Gemeinschaft und ich werde jetzt mit euch eine tiefgehende Meditation und ein Channeling machen, in welchem wir unser Licht stärken, unsere Kraft stärken und weiter unseren Weg gehen können, für jeden der eigene Weg, den er für richtig hält. Ich bin hier, um zu inspirieren. Ich bin hier, um euch verschiedene Punkte aufzuzeigen, damit ihr selbst entscheiden könnt, welches ist mein Weg? Warum bin ich auf der Erde? Was ist richtig? Und die Aufgabe, die wir alle tragen, die Welt zu verändern, positiv zu verändern, die haben wir übernommen mit unserer eigenen Entscheidung. Und ich möchte gerne euch dabei unterstützen. Und so beginnt jetzt mein Video zu liken, damit ganz viele Menschen davon erfahren, um was es tatsächlich geht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der kommenden Meditation oder dem Channeling. Ich weiß noch gar nicht genau, was es sein wird, was die geistige Welt mir sagen wird, denn ich gebe mich voller Vertrauen in die Energien hinein und öffne mich einfach, um zu empfangen und um euch weiterzugeben. All das, was jetzt kommt. Ich gebe euch schon mein Küsschen, weil ich mich so sehr freue auf diese Energien, die jetzt kommen. Natürlich sprühe ich mich mit Smarana ein. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Und sobald du Gottes Nähe fühlst, bist du stark und geschützt. Und dann habe ich nochmal die Namenenergie. Und Jesus heute. Was für eine tolle Mischung. Ich wünsche euch ganz viel Freude.
Mein Name ist Nirjana und ich öffne meinen Kanal, um mich zu verbinden mit den höchsten Dimensionen der Liebe und um die richtigen Worte zu bekommen aus der Botschaft, die jetzt gleich durch mich hindurch fließen wird. Ich bin verbunden mit Smarana und der Schutz der Liebe umgibt mich. So rufe ich die sieben Erzengel. Die Energie der sieben Erzengel strömt jetzt ein und auch zu dir. So höre die Botschaft. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch, die sieben Erzengel sprechen zu dir die Worte der Wahrheit. Jedes unserer Worte trägt die Schwingung der Liebe und des Lichtes. Und so sind wir heute hierher gekommen, um in dir dein göttliches Licht zu stärken. Denn, geliebter Mensch, du trägst eine sehr große Aufgabe. Und, geliebter Mensch, du bist so wertvoll. Du bist so kostbar. Und wir wünschen uns, dass du dir dessen bewusst wirst. Jeder einzelne Mensch trägt die göttliche Flamme in seinem Herzen. Und wir sprechen zu dir, zu deiner göttlichen Flamme, um dich in deiner Seele zu erreichen. Lieber Mensch, erkenne, dass du alles in dir trägst, was wichtig für dich ist. Lieber Mensch, erkenne, dass du deiner Seelenführung stets vertrauen kannst. Und lieber Mensch, erkenne, dass du selbst die Verantwortung für dich trägst, dass diese Verantwortung niemand übernehmen kann. Lieber Mensch, erkenne, dass die Kraft der Wahrheit in dir selbst ruht und du das Recht der Freiheit, das Recht deines freien Willens in dir trägst, dass dir dieses Recht der Freiheit deiner eigenen persönlichen Entscheidung niemand nehmen kann. Und erkenne auch, dass du deine Meinung ändern kannst, so oft du möchtest. Denn wenn es darum geht, deinen göttlichen Weg zu erkennen, kann es sein, dass du manchmal Umwege gehst. Und immer, wenn du vom Umweg zurückkommst auf den richtigen Seelenweg, gibt es einen Impuls in deinem Innersten, welcher dich spüren lässt, dass du dich richtig entschieden hast. Und so folge deinen Seelenimpulsen, denn sie kommen aus deiner göttlichen Flamme, welche die Kraft der Liebe trägt, welche die Kraft von Gott, von seiner Liebe trägt.
Und so spüre jetzt diese Liebe, wie sie dich umgibt. Denn wir sind hier, um dich zu stärken. Wir sind hier, um dir zu helfen, deinen Weg zu gehen, zu erkennen, welcher Weg der richtige für dich ist. Wir, die sieben Erzengel, tragen die höchste, vollkommenste Liebe Gottes jetzt zu dir. Sie fließt direkt in dein Herz und sie wird dir helfen, durch die aktuelle Zeit hindurchzukommen. So empfange nun. Öffne dein Herz so weit, wie es geht und empfange unsere Liebe, unsere Kraft und die vollkommene Liebe aus den göttlichen Gedankenfeldern. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben, sodass die Energie jetzt zu dir einströmen kann. Wir, die sieben Erzengel, berühren nacheinander deine Hände, um die Energien zu stärken und um dir zu zeigen, dass du nie alleine bist, um dir zu zeigen, dass wir immer da sind. Und so spüre unsere Energie, unsere Liebe. Es ist eine sehr große Freude für uns, heute für dich da sein zu dürfen. Denn wir dienen der Wahrheit, wir dienen dem Licht und du bist ein Teil davon. So bringe nun beide Hände zusammen und spüre die Energien, wie sie nun in dir von Zelle zu Zelle fließt, dich ausdehnt, stark macht und schützt. So ziehen wir uns langsam wieder zurück, voller Freude, dass du heute hier warst. Und ich, Nerianna, ich danke sehr für diese wundervollen Energien und die Worte, die ich empfangen durfte. Und so komme du langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei dir bewusst, dass etwas Wunderschönes geschah, dass die sieben Erzengel bei dir waren. Geliebte Menschen, geliebte Lichtarbeiter, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und vergesst nicht, denkt jetzt daran, das Video zu liken, damit es überall gezeigt wird. Besucht mich auch auf meinem Smarana Telegram-Kanal, denn dort gibt es wunderschöne Tagesenergien, die euch stärken und Kraft geben. Unter dem Video findet ihr den Link zu meinem Telegram-Kanal. Ja, und so lasst euch umarmen. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!